I am the Jochen, das ist der Frühsport für Donnerstag, den 19. Oktober 2023. Schönen guten Morgen. Ich sitze hier jetzt heute mal ganz entspannt im Flur unserer Unterkunft. Gar nichts Spektakuläres heute, aber ein ruhiges Plätzchen, was ich hier so später Stunde noch gefunden habe. Und das bietet sich doch durchaus an, um euch ein bisschen zu informieren über das, was in Sachen Sport so los war und los ist. Fangen wir an mit Fußball. Da gab es ja einige Spiele jetzt zuletzt. Wir haben die WM-Qualifikation in Asien gehabt und da sind ja einige Teams eine Runde weitergekommen. Es sind vor allem aber auch einige ausgeschieden, das hatte ich schon erwähnt im Vorfeld. Ich hau mal kurz raus, wer nicht zur WM fahren wird. Guam ist raus, die Mongolei ist raus, Kambodscha, Sri Lanka, Osttimor, Macau, schade, schade, Malediven sind raus, Bhutan scheidet aus, Laos und Brunei. Das sind also alles Teams, die wir bei der WM nicht sehen. Klammer auf, mal wieder nicht sehen. Schade eigentlich, die ist jetzt wirklich groß genug, dass vielleicht, naja, immer noch nicht groß genug, es müssten dann doch vielleicht noch mehr als 48 Teams werden. Alle anderen asiatischen Teams sind noch im Rennen und dann sage ich bei Gelegenheit, wenn es dort weitergeht, wie es da ausschaut. Dann gab es die WM-Quali in Südamerika, da haben wir Venezuela gegen Chile mit einem Sieg, Paraguay schlägt Bolivien, aber das interessanteste Spiel war ja Uruguay gegen Brasilien und das endete 2:0 für Uruguay. Das wird Brasilien aber trotzdem natürlich nicht daran hindern, sich zu qualifizieren, denn es kommen ja fast alle Südamerikaner weiter zum Turnier. Nach dieser Startplatzerweiterung. Ecuador, Kolumbien unentschieden und Argentinien bleibt Maß aller Dinge und gewinnt auch gegen Peru mit 2:0 in Peru sogar. Das ist beeindruckend, wie ich finde. Gab noch ein Testspiel, Mexiko gegen Deutschland, 2:2 am Ende. Jo, Nagelsmann bleibt ungeschlagen, würde ich sagen. Das ist hier so ein bisschen die Quintessenz dieser Partie. Und dann schauen wir nach Europa noch zur EM-Quali. Da gab es ja auch noch einiges an Spielen. Und da sind die Gruppen jetzt soweit durch. Wir haben in der Gruppe A Spanien und Schottland fix qualifiziert, das hatte ich schon vermeldet. Georgien geht in die Playoffs, Norwegen hängt dazwischen, können es noch schaffen mit den Playoffs, müssen wir mal abwarten. In der Gruppe B Frankreich sicher durch, dann wird sich entscheiden zwischen Niederlande und Griechenland in den letzten beiden Spieltagen. Wer noch weiterkommt, Gruppe C ist England qualifiziert, hier haben wir noch Ukraine und Italien. Am letzten Spiel da sogar im direkten Duell noch um den Platz. Nummer 2 aus dieser Gruppe. In der Gruppe D ist die Türkei durch. Wir haben Wales und Kroatien noch im Rennen. Dann haben wir in der Gruppe E den, ja, das ist interessanter noch ein bisschen, Albanien, Tschechien, Polen und sogar Moldawien könnte noch eine Rolle spielen. Da wird also durchaus noch einiges passieren. Gruppe F ist entschieden. Belgien, Österreich haben sich qualifiziert. Das Ding ist durch. In der Gruppe G haben wir Ungarn und Serbien vorne. Rechnerisch wäre Montenegro noch nicht raus, aber praktisch gesehen glaube ich nicht, dass die es noch schaffen werden. Und in der Gruppe H Slowenien vorneweg mit Dänemark. Kasachstan noch mal mit rechnerischen Chancen zumindest. Und Finnland ist raus, wird aber sicher in die Playoffs gehen. Das steht schon fest. Ebenso wie in der Gruppe J Bosnien, Herzegowina. Die gehen auch sicher in die Playoffs. In der Gruppe ist Portugal durch. Und es geht noch zwischen Slowakei, Luxemburg und Island um den zweiten Platz. Das wird aber Slowakei sich nicht nehmen lassen mit 5 Punkten Vorsprung. Und dann haben wir auch die Gruppe I, die ich gerade übersprungen, da ist Rumänien und die Schweiz vorne, Israel auf der 3 mit einigen Nachholspielen ja noch. Aber ich glaube trotzdem, dass das nichts mehr wird für Israel mit dieser Quali. Das waren so die Gruppen aus Europa, wollte ich nur mal kurz ein Update machen, jetzt wo die ganze Spielrunde rum ist. Ich verzichte auf einzelne Ergebnisse, ich glaube, da könnt ihr mitleben, bin ich mal optimistisch. Kommen wir zum Tennis, da gab es einen Achtungserfolg von Eva Lüst, die hat nämlich gegen Sonja Kirstea gewonnen in Cluj, also in Rumänien, in Kirstea Country, hat sie also beim Heimturnier rausgeschmissen, großen Respekt, Glückwunsch, hätte man nicht gedacht. Ansonsten gucken wir natürlich immer auf das Race hier, oder auf die Races von den Herrschaften, die sich noch für die Finals qualifizieren wollen, zum Beispiel der Zverev. Da gab es jetzt Schützenhilfe, denn in Tokio ist Hurkacz und ist Rüd ausgeschieden und ist, glaube ich, auch Rune ausgeschieden, wenn ich das richtig im Augenwinkel gesehen habe. Das sind durchaus der 3 Konkurrenten von ihm gewesen. Nee, Rune finde ich jetzt gerade nicht, aber ich meine, ich hätte auch was gesehen. Check ich nochmal bis morgen. Ist auch raus, genau. Das heißt, Glück im Unglück, der war ja auch früh draußen, der Herr Zverev. Jetzt haben wir also in dieser Woche von seinen direkten Konkurrenten nur noch Tsitsipas, Fritz, Paul und de Minaur im Rennen. Mal gucken, wie weit die es noch trägt. Und im Doppel natürlich, ja, Kravitz-Pütz ausgeschieden, ärgerlich. Denn die hatten ja eigentlich noch einiges an Punkten zu sammeln. Das wird jetzt so aber nichts, ehrlich gesagt. Aus gegen Arneodo Weisborn, ist jetzt nicht der allergrößte Konkurrent. Müssen wir mal gucken, Andi Mies auch draußen mit Martin Mittelkopp. Die holen sich bestimmt alle für Paris. Das ist der Trick wahrscheinlich. Jo, das wird noch ein hartes Stück Brot. Ansonsten in Antwerpen, Köpfer draußen. Siegemund ist im Einzel auch noch weiter in Nanchang. Im Doppel ja auch. Siegemund von der Reva, stimmt, die wollen ja das Turnier noch gewinnen. Müssen sie auch, wenn sie es für den Finals wollen.
Aber ob das noch klappt, müssen wir mal abwarten. Wenn sie jetzt im Einzelnen noch so erfolgreich ist, vielleicht wird sie das besser absagen. Kriegen wir raus. So, dann fliegen wir mal kurz noch über Ergebnisse von gestern aus anderen Sportarten. Wir haben noch die Handball European League. Füchse Berlin gewinnen, Hannover Burgdorf gewinnt, Rhein-Neckar-Löwen gewinnen und Flensburg-Handewitt gewinnt. Also Erfolg auf ganzer Linie für die deutschen Handballer. Im Basketball Euroleague Bayern München gewinnt, im Eurocup gewinnt Ulm und in der Champions League verlieren Ludwigsburg und Oldenburg. So war der Stand. Wir haben noch die Eishockey Champions League. Da gab es auch zwei Niederlagen. Ingolstadt verliert und Red Bull München verliert. Das waren alles noch ausstehende Ergebnisse. Von vorgestern, glaube ich sogar. Genau, richtig. Und jetzt gab es gestern noch ein bisschen was, nämlich Frauen-Champions League Quali. Genau, da haben sich beide der deutschen Teams versucht an der Qualifikation mit unterschiedlichem Erfolg. Frankfurt ist durch. 3-0 gewonnen bei Sparta Prag. Und die Wolfsburgerinnen verlieren 0-2 zu Hause gegen den FC Paris. Hinspiel war ja nur 3-3. Damit sind sie also draußen. Der FC Paris schlägt also nach Arsenal das nächste Schwergewicht des europäischen Frauenfußballs und steht in der Gruppenphase. Ebenso wie Bayern und Frankfurt. Auslosung dazu ist dann am Freitag. Die deutsche U17, auch Fußball nochmal, hat in der Quali gegen Finnland 1-1 gespielt. Der Vollständigkeit halber sei es erwähnt. Gut, dann habe ich noch, was haben wir hier noch? Ach, noch mehr Basketball, guck mal. Alba Berlin hat verloren in Bologna. Hamburg hat verloren gegen Paris. Jetzt kommen die von gestern Abend, die gar nicht so schönen Ergebnisse. Rostock verliert in Athen. Chemnitz hat gewonnen und Göttingen hat gewonnen im Europe Cup. Immerhin. Und in der Wasserball-Champions League Spandau Berlin mal wieder erfolgreich. Na, schau an. Und Eishockey-Champions League noch ein Spiel. Adler Mannheim hat gewonnen in Košice. Was willst du machen? Baseball, Major League, da steht es jetzt 2-0 für Philadelphia gegen Arizona. Da gab es jetzt das zweite Spiel gestern. Das ist damit also auch durch. Und wer heute Sport gucken will, der findet natürlich Tennis in Tokio ab 4 Uhr nachts und dann in Antwerpen ab 15 Uhr. Ihr kennt das Ding ja, die altbekannten Zeiten. Aus deutscher Sicht ist da interessant im Antwerpener Nachmittag. Da spielt Matera, da spielt Struff und da spielt Hanfmann. Also durchaus interessante Namen dabei. Wer Laura Siegemund sehen will, der müsste am Vormittag nach Nanchang gehen auf Tennis Channel. Herrentennis natürlich auf Sky Tennis, ist klar. Da gibt es Siegemund zwar in der RWM Doppel oder auch Siegemund im Einzel, ich hatte es schon erwähnt vorhin. Und ansonsten Tokio mit den Konkurrenten von Zverev, ne? Mit Fritz, mit der Minor und wie sie alle heißen. So, dann gibt es heute noch Handball-Bundesliga, Füchse Berlin gegen Melsungen, 19 Uhr auf Deinsports. Die Champions League ab 18:45 mit Kolstadt gegen Kiel und mit Magdeburg gegen Porto um 20:45. Das ist beides auf der Zone zu sehen. Und wer Lust hat auf Basketball, wird heute Abend bedient werden, wieder mit der Euroleague-Konferenz, ohne deutsche Beteiligung, aber trotzdem mit ein paar netten Spielen. 19:30 Magenta Sport ist hier am Start. Deutsche Eishockey-Liga gibt es 19:30, Fishtown Penguins gegen Iserlohn. Das Ganze wie gewohnt auf Magenta. Und dann haben wir noch in der Nacht auf Freitag das nächste NFL-Spiel. Die New Orleans Saints empfangen die Jacksonville Jaguars um 14:45, wie immer. Auf der Zone das Ganze zu sehen, Thursday Night Football. Das war's von mir aus hier. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Wir sehen uns morgen wieder an dieser Stelle, dann mit dem Blick auf den Freitag. Und da geht's dann auch schon wieder ins Fußballwochenende rein, denn die Länderspielpause ist jetzt durch. Das heißt, die Bundesliga kehrt zurück mit einem Freitagabendspiel und wir gucken weiter aufs Tennis und die Formel 1 kommt wieder und weitere interessante Dinge, die mir noch so über den Weg laufen bis dahin. Das war's von mir aus. Danke fürs Zugucken. Ihr wird es jetzt gerade ein bisschen lauter, deswegen ist gut, dass ich Schluss mache. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, morgen wieder. Danke fürs heute dabei sein. Tschüss.